Willkommen zur Einführung in Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem Video möchte ich eine auf den ersten Blick etwas komplizierter anmutende Art und Weise anschauen, wie man Daten von einer Webseite auf eine andere weitergeben kann. Wir hatten uns im letzten Video angesehen, wie das mit einfachen Formularen geht, haben aber auch gesehen, dass die Übergabe an die nächste Seite dann in einem etwas komischen Format erfolgt und wir dieses komische Format erst einmal wieder deserialisieren müssen. Denn dort stehen lauter Daten, die eine gewisse Struktur haben mögen. Vorname und Nachname hatten wir in unserem einfachen Formular, auf der zweiten Seite dann aber in einer so komischen Zeichenkette erschienen, wo eine ganze Menge anderer komische Dinge noch mit darin stehen. Wir haben uns gar nicht so genau angeguckt, wie diese Zeichenkette aussah, weil wir uns in Zukunft mit dieser Art der Übergabe auch gar nicht weiter beschäftigen wollen. Wir wollen stattdessen nun eine Art kennenlernen, wie das letztlich einfacher geht. Dafür müssen wir auf der Eingabeseite, der Seite, die unser Formular enthält, ein bisschen mehr Arbeit leisten. Dafür erleichtert es uns die Arbeit auf der zweiten Seite, auf der wir die Daten dann auswerten wollen. Das Konzept, das dahinter steht, sind die sogenannten Events, die von sogenannten Eventhändlern verarbeitet werden. Ein Eventhändler, wie der Name nahelegt, behandelt ein Event, ein Ereignis. Solche Ereignisse gibt es bei Computern alle Nase lang. Wir haben damit eigentlich permanent zu tun, ohne dass wir großartig darüber nachdenken. Beispielsweise ist ein solches Ereignis, ein kleines Ereignis für uns, ein großes Ereignis für den Computer, wenn wir eine Taste auf der Tastatur drücken. Der Tastendruck löst ein Ereignis im Betriebssystem unseres Computers aus. Wir als Benutzer merken davon relativ wenig, aber der Programmierer des Betriebssystems muss sehr gut darüber nachgedacht haben, was denn in dem Fall passieren soll. Wir tippen also auf irgendeine Taste, beispielsweise das A, und nun soll etwas passieren. Das Betriebssystem muss darauf reagieren, je nachdem, was jetzt gerade eben angesagt ist. Soll zum Beispiel der Buchstabe A in einem Texteditor oder irgendwo anders auf dem Bildschirm erscheinen. Wenn eine Maus bewegt wird, löst dies ebenfalls ein Ereignis aus. Wir bewegen ja nicht wirklich den Mauszeiger auf dem Bildschirm, sondern wir bewegen die Maus auf unserem Schreibtisch hin und her und entsprechend der Bewegung, die wir auf dem Schreibtisch vollführen, wird der Mauszeiger auf dem Bildschirm bewegt. Oder wenn wir ein Trackpad benutzen, wird je nachdem, wie wir mit dem Finger auf dem Trackpad herumrühren, der Mauszeiger auf dem Bildschirm bewegt. Das alles sind Ereignisse, auf die das Betriebssystem irgendwie reagieren muss. Ganz ähnlich ist das auch im Webbrowser. Dort haben wir immer eine Webseite und bislang haben wir mit unseren Webseiten nicht interagiert. Das aber wollen wir jetzt ermöglichen. Je nachdem, was der Benutzer macht, sollen dann verschiedene Dinge passieren. Wenn wir zum Beispiel ein Formular haben, das eine Schaltfläche zum Abschicken dieses Formulars enthält, dann soll dieses Formular natürlich entsprechend abgeschickt werden. Wir haben schon gesehen, dass wir das einfach so nutzen können. In Wirklichkeit findet auch da ein Ereignis statt, mit dem wir allerdings normalerweise nichts zu tun haben, das wir nicht selber bearbeiten. Aber wir wollen jetzt kennenlernen, wie wir das selber in die Hand nehmen können und die Ereignisse selber behandeln können. In dem Sinne stellen diese Eventhändler gewissermaßen die Kopplung dar zwischen auf der einen Seite der statischen HTML-Seite, wie wir sie bislang hatten, und den Programmen, die wir in JavaScript schreiben, auf der anderen Seite. Unsere Webseite wird natürlich im Browser angezeigt, der in einem Betriebssystem läuft, mit dem wir interagieren können. Die Ereignisse, wie das Drücken von Tasten oder das Klicken der Maus, werden vom Betriebssystem erkannt, dann an den Browser weitergegeben, wenn dieser den Eingabefokus besitzt und von dem an unsere Webseite delegiert. Darauf muss nun unser Programm, das wir auf unserer Webseite haben, reagieren können. Und dafür müssen wir uns mit den Events auseinandersetzen. Insgesamt sind diese Eventhändler erst einmal ein bisschen komplizierter zu handhaben als das, was wir bislang gemacht haben. Es sind aber im Grunde genommen nur vergleichsweise einfache Funktionen. Lediglich die Art des Aufrufs ist ein bisschen anders, aber auch daran werden wir uns gewöhnen können, hoffe ich. Das ist alles nicht so ganz einfach, aber es ist tatsächlich auch nicht wirklich kompliziert. Man muss sich darauf ein wenig einlassen, das einmal ausprobieren. Und dann werden wir relativ schnell feststellen, dass auch das wieder sehr strukturiert angelegt ist und dass wir damit sehr gut arbeiten können. Diese Eventhändler sind wie gesagt ein ganz typischer Bestandteil von allen interaktiven Systemen, wie wir sie heute verwenden. Auch von Tablets und Smartphones, egal ob wir Tasten drücken oder auf dem Bildschirm touchen. Das alles sind ereignisorientierte Programme, die gewissermaßen in der Gegend herumsitzen und nichts machen. Manchmal machen sie auch etwas im Hintergrund. Im Wesentlichen aber warten sie darauf, dass wir als Benutzer irgendetwas tun, um darauf zu reagieren. Es gibt auch andere Arten von Ereignissen, beispielsweise, dass eine Nachricht eintrifft. Das kennen wir von unserem Mailprogramm. Wenn eine Nachricht ankommt, meldet das Netzwerkinterface das an das Betriebssystem. Dieses reicht das Ereignis an unser Mailprogramm, das uns anzeigt, dass eine neue Mail da ist, ein Sound abgespielt wird oder ein kleines Fähnchen erscheint, das uns anzeigt, dass neue Post angekommen ist. Alles das sind solche Ereignisse, wie wir sie ganz alltäglich kennen. Nur bislang haben wir sie halt nicht selber programmiert, zumindest im Rahmen dieser Vorlesung nicht. Das aber wollen wir jetzt ändern. Ein Eventhändler ist eine Methode von JavaScript-Objekten, richtiger müsste ich sagen von HTML-Elementen, an die diese Methoden gekoppelt sind. Wir werden sie allerdings eben, wie gesagt, auf eine etwas ungewöhnliche Art und Weise aufrufen, nämlich nicht aus einer Skript-Umgebung heraus, sondern direkt aus dem HTML-Code. Das ist etwas, was wir bislang noch nie gemacht haben. Die Eventhändler stehen an bestimmten Stellen direkt im HTML-Code, ohne dass wir Script-Text dazu schreiben.
Dafür werden wir gleich noch weitere HTML-Attribute kennenlernen, die uns die Angabe eines Event-Händlers für ein HTML-Element ermöglichen. Dieses Attribut stellt dann die Kopplung zu unserem JavaScript-Code her und wird dafür sorgen, dass die entsprechende Methode des JavaScript-Objekts, das dem HTML-Element entspricht, aufgerufen wird. Klingt kompliziert? Ist es auch einigermaßen. Aber wie gesagt, wir werden uns dem Schritt für Schritt nähern und dann sehen, dass es letztlich gar nicht so entsetzlich kompliziert ist, zumindest nicht mehr, wenn man es einmal verstanden hat. Und da wollen wir hoffentlich heute hinkommen. Der Aufruf erfolgt also im Allgemeinen direkt aus dem HTML-Code heraus. Und irgendwo muss natürlich auch diese Funktion definiert werden. Das sind meistens Funktionen, keine Methoden, sondern wirklich Funktionen, die wir in Skriptumgebungen dann wiederum irgendwo im HTML-Code unterbringen müssen. Das machen wir typischerweise im Kopf, im Header des Dokuments, den wir bislang noch nicht für JavaScript-Code benutzt haben. Dort können wir die Funktion direkt hineinschreiben oder wir können sie natürlich auch aus einer externen Datei einbinden. Beides werden wir in diesen Videos kennenlernen. Schauen wir uns jetzt zunächst einmal an, wie wir das Formular, das wir im letzten Video gesehen hatten, so umbauen, dass es nun mit Events und Event-Händlern funktioniert. Dafür wechsle ich wieder in meine Entwicklungsumgebung. So, hier sehen wir jetzt wieder genau die beiden Dateien, mit denen wir uns beim letzten Mal schon beschäftigt haben. Ich habe nur jeweils eine Kopie schon mal unter neuem Namen angelegt von den beiden. Formular mit Events und Ausgabe mit Local Storage. Das wird das weitere Konzept sein, was wir gleich noch kennenlernen müssen, das wir hier nutzen werden, nämlich mit dem wir dann Daten von einer Webseite an eine andere weitergeben können. Wir wollen dieses Formular jetzt so umbauen, dass nicht unmittelbar diese Datei hier geladen wird, sondern dass bevor das passiert gewissermaßen, also beim Abschicken des Formulars, zunächst noch bestimmte Aufgaben von JavaScript aus erledigt werden, nämlich eben dieses Local Storage, was ich gerade schon kurz angesprochen habe, mit entsprechend den Daten befüllt wird, damit wir es auf der Folgeseite dann auswerten können. Zunächst mal muss ich hier natürlich den Dateinamen korrigieren. Ich habe ja diese Datei, auf die ich zugreifen möchte, hier umbenannt. Und jetzt sorgen wir dafür, dass wir an dieser Stelle, bevor die spitze Klammer kommt, hier weitere Attribute einfügen. Und wir sehen schon, dass uns der Editor an dieser Stelle verschiedene Dinge anbietet. Und alles das, was hier so mit on beginnt, on keypress sehen wir da gerade als allerersten Vorschlag, das ist etwas, was ein Event-Händler ist. Diese Event-Händler hat man so als Konvention sich angewöhnt, beginnen fast alle mit on. Und genau einen solchen benutzen wir also jetzt. On submit ist der, den wir suchen. On submit heißt, wenn, also in dem Augenblick, wo das Formular abgeschickt wird. Da soll nun etwas passieren und da müssen wir ihm jetzt etwas hineinschreiben. Da soll nämlich jetzt eine Funktion aufgerufen werden. Diese Funktion müssen wir noch schreiben, die gibt es noch nicht. Ich nenne diese Funktion einfach mal Speichere Daten. Und weil wir hier einen Event-Händler schreiben, muss der Event-Händler als Ganzes, nicht die unbedingt die Funktion, die wir da haben, aber der Event-Händler als Ganzes, einen Rückgabewert liefern, und zwar einen booleschen Wert, also True oder False. Und wir geben hier einfach true zurück. True muss unser Eventhändler immer dann zurückgeben, wenn nachdem der Eventhändler ausgeführt worden ist, also die Funktion speichere Daten ausgeführt worden ist, wenn im Anschluss daran die im Formular angegebene Aktion bei Action gleich, da steht dann der Dateiname, wenn diese Aktion auch noch ausgeführt werden soll. Das wollen wir. Wir wollen anschließend, nachdem wir die Funktion aufgerufen haben, immer noch unsere Ausgabedatei laden. Wenn wir hier Return False hineinschreiben, dann würde das Formular einfach nicht abgeschickt werden und wir würden auf der aktuellen Webseite verbleiben. Das wollen wir nicht. Deshalb schreiben wir hier also Return True hinein. Damit wird also die Aktion im Anschluss ausgeführt. Damit ist unser Eventhändler schon geschrieben. Also wir sehen, so kompliziert ist es alles offenbar gar nicht. Naja, noch sind wir allerdings auch nicht fertig, müssen wir ehrlicherweise dazu sagen. Was wir noch machen müssen, ist, dass wir diese Funktion speichere Daten schreiben. Und da kommt jetzt genau das ins Spiel, was ich eben gesagt habe. Wir müssen eine Funktion dieses Namens definieren und das machen wir typischerweise eben im Kopf des Dokuments. Wir bauen also hier eine Script-Umgebung ein und dort hinein schreiben wir nun unsere Funktion. Funktion kennen wir schon. Unsere Funktion heißt speichere Daten. Sie erhält keine Parameter, haben wir unten ja nicht vorgesehen, dass er einen Parameter bekommt. Und dann muss hier natürlich ein Funktionsrumpf hinein. Ganz normal, wie wir Funktionen schon oft geschrieben haben mittlerweile. Das sollten wir mittlerweile kennen, wie das geht. Und was wollen wir jetzt hier machen? Hier wollen wir uns jetzt eine Variable definieren, in der wir die zu übertragenden Daten speichern wollen. Was ich gerne speichern möchte, wir sehen hier rechts noch das Formular, wir haben hier den Vornamen dort und wir haben den Nachnamen dort. Und ich möchte die nicht als zwei getrennte Werte übergeben, sondern ich möchte tatsächlich an dieser Stelle einfach nur den Namen übergeben. Sprich, ich möchte gerne den Vornamen des Benutzers haben, da ein Leerzeichen anhängen und dann den Nachnamen anhängen. Also wenn mein Name das wäre, Harald Leerzeichen Selke, soll da bitte schön drinnen stehen. Und das Ganze möchte ich in einer Variablen Name speichern. Vorname und Nachname zusammen sind eben der Name.
Jetzt stellt sich die Frage, wie komme ich denn da bitte schön heran? Wie kriege ich denn jetzt den Vornamen und den Nachnamen ermittelt, um sie dann mit einem Leerzeichen zusammen zu verbinden und in dieser Variable zu speichern? Nun gut, jetzt geht's los. Das Erste, was wir machen müssen, ist, dass wir, das hat jetzt gar nichts mehr mit Events zu tun oder sowas, was wir jetzt Kompliziertes machen, sondern jetzt kommen wir wirklich auf unsere Methodenaufrufe vom letzten Mal zurück. Wir wissen ja, dass wir in einem Dokument auf HTML-Elemente zugreifen können. Ein HTML-Element hierin beispielsweise ist unser erstes Formularelement, das Input, Type gleich Text, Name gleich Vorname, ID gleich Vorname steht da. Wie komme ich an dieses Objekt heran? Naja, das haben wir auch schon kennengelernt. Mit Document Get Element by ID komme ich da heran. Ich kann sagen Document Get Element by ID und übergebe dem als Zeichenkette die ID, an der ich interessiert bin, und das ist jetzt zunächst mal der Vorname. Das liefert mir das HTML-Element. Das ist das Eingabe-Element, was ich jetzt habe, also dieses Input-Feld. Das ist aber noch ein HTML-Element und noch nicht der Wert, den ich haben möchte. Ich möchte dessen Wert haben. Da muss ich jetzt wieder in die HTML-Dokumentation gucken und stelle dann fest, dass das Element, mit dem ich es da zu tun habe, wenn ich dessen Inhalt haben möchte, da greife ich jetzt nicht mit inner HTML drauf zu, das haben wir schon kennengelernt, sondern bei Formularelementen greife ich fast immer mit Value darauf zu. Das heißt also, das liefert mir jetzt, lesen wir das nochmal genau durch, ich greife auf unser Dokument zu, rufe von dem Dokument die Methode getElementById auf und sage, welches Element mich interessiert, nämlich das Element mit der ID Vorname. Und dessen Wert interessiert mich, das ist also das, was der Benutzer an dieser Stelle eingegeben hat. So, daran kann ich jetzt anhängen ein Leerzeichen und daran kann ich anhängen den Nachnamen. Wie bekommen wir den Nachnamen? Naja, natürlich H genauso. Mit dem kleinen Unterschied, dass wir hier natürlich den Nachnamen brauchen. Damit haben wir jetzt in der Variablen Name den kompletten Namen stehen. Also Harald, Leerzeichen, Selke. In der Art und Weise wird das jetzt darin stehen. Und jetzt kommt noch ein weiterer Schritt. Der Name, den wir jetzt ermittelt haben, muss natürlich so gespeichert werden, dass er auf der nächsten Seite zugegriffen werden kann. Das machen wir, indem wir diesen Namen im Local Storage ablegen. Local Storage ist ein weiteres Objekt, das in JavaScript zur Verfügung steht. Das steht immer zur Verfügung. Das verwenden wir jetzt hier kurzerhand. Local Storage. Und dieses Objekt verfügt wiederum über Methoden. Diese Methoden gucken wir uns gleich noch auf einer Folie an. Ich verrate an dieser Stelle nur schon mal eine Methode davon. Die heißt nämlich setItem. Müssen wir wieder aus der Dokumentation von JavaScript nachgucken. Und diese Methode erwartet zwei Parameter. Das erste ist ein Schlüsselwert, den wir angeben, also einfach eine Zeichenkette, unter der wir später auf dieses Element wieder zugreifen können. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie in einem Telefonbuch. In einem Telefonbuch wäre beispielsweise eben der Name, der Schlüssel, den wir haben, und die Telefonnummer wäre der Wert, den wir dazu speichern. Und wenn wir jetzt von jemandem die Telefonnummer nachgucken wollen, dann können wir also mithilfe des Schlüssels, des Namens, nachgucken, welche Telefonnummer gehört zu dieser Person. Ich nenne diesen Schlüssel auch wieder einfach Name. Ich könnte dem beliebigen anderen Namen auch geben und übergebe dem genau den Wert unserer Variablen, das heißt die Zeichenkette, die wir gerade zusammengebaut haben. Auf diese Art und Weise habe ich jetzt also den Namen in diesem Objekt Local Storage gespeichert. Das können wir speichern und das kann ich jetzt hier drüben ausführen. Ich sende das Formular ab. Und natürlich passiert da erstmal was? Naja, dasselbe wie eben auch, weil wir ja an dieser Datei hier noch gar nichts geändert haben. Scheinbar haben wir also noch gar nichts gewonnen jetzt. Aber das werden wir jetzt natürlich ändern. Wir werden nämlich jetzt hier dafür sorgen, dass wir nicht mehr das ausgeben, sondern wir wollen hier jetzt tatsächlich unseren Namen ausgeben. Den Namen gibt es aber hier auf dieser Webseite natürlich noch nicht. Wie bekommen wir den Namen? Wir können hier wieder eine Variable hernehmen, letName gleich. Und da muss jetzt der Name drinstehen. Aber woher bekommen wir den Namen? Auf dieser Seite kann er ja nicht eingegeben werden. Wir haben ihn ja eben schon auf der letzten Seite eingegeben. Und genau dafür haben wir ihn im Local Storage gespeichert. Wir greifen jetzt wieder auf den Local Storage zu. Und das besitzt nicht nur eine Methode setItem, mit der wir einen Wert angeben können, sondern es besitzt auch eine Methode getItem. Und da müssen wir sagen, welches Item wir gerne haben möchten. Wie gesagt, mit dem Telefonbuch. Ich gebe den Namen an und bekomme die Telefonnummer geliefert. Hier gebe ich den Namen an und bekomme die Zeichenkette geliefert, die wir zu diesem Attribut gespeichert haben. Und damit haben wir jetzt den Namen in der Variable Name stehen. Und wenn ich das hier drüben jetzt neu lade, dann sehen wir tatsächlich einfach meinen Namen da stehen. Und auf diese Weise können wir also jetzt strukturiert unsere Daten aus einem Formular in den Local Storage ablegen.
Da müssen wir noch ein paar Gedanken reinstecken, wie wir das tatsächlich dann machen. Da sind wir noch nicht. Wir haben ja die ganzen Formularelemente, die es sonst noch so gibt, bisher noch gar nicht kennengelernt. Wir werden das aber in einem der folgenden Videos noch tun. Und wir können dann eben auf der Folgeseite die Daten strukturiert wieder auslesen, sodass wir jetzt nicht so eine komische Zeichenkette irgendwie analysieren müssen, sondern wir haben da jetzt die Daten so zur Verfügung, wie wir sie brauchen, wenn wir sie auf der vorherigen Seite so gespeichert haben, wie wir sie brauchen. Das ist natürlich wichtig. Dieses Zusammenspiel müssen wir immer als Ganzes denken. Wir müssen also immer überlegen, bei dem Set-Item, was wollen wir eigentlich speichern an Daten, und auf dem Get-Item, auf der Folgeseite, müssen wir dann eben überlegen, kriegen wir die Daten jetzt in vernünftiger Art und Weise ermittelt. Da geht durchaus eine Menge Gehirnschmalz rein, das ist nicht immer ganz einfach. Bei den Beispielen, die wir machen, wird das aber alles überschaubar bleiben. Nicht einfach, aber überschaubar bleiben zumindest. Ganz zentral für das, was wir jetzt also gerade gemacht haben, sind zum einen natürlich die Events. Das Submit war das entscheidende Event, das dafür gesorgt hat, dass das Formular passend abgeschickt wird. Nur auf der ersten Seite haben wir ein Event verwendet, auf der zweiten Seite haben wir keinerlei Events gehabt. Denn nur die erste Seite erlaubte hier ja eine Interaktion des Benutzers. Wir nehmen also nun selber in die Hand, was passieren soll, wenn auf die Schaltfläche Namen senden geklickt wird. In dem, was wir im letzten Video gesehen haben, war das nicht so. Da hat der Webbrowser komplett die Kontrolle übernommen. Er hat kurzhand das Formular abgeschickt und die Zeichenkette oben über diese Adresse, diese URL, mit übergeben und dann stand sie in diesem Search String. Das war uns nicht schön genug, oder zumindest mir nicht. Und deshalb habe ich gesagt, dass wir uns das noch einmal genauer angucken und stattdessen anders machen, indem wir uns selber darum kümmern, dass die in das Formular eingegebenen Daten vernünftig gespeichert werden. Dafür war dann das Local Storage Objekt zentral. Deshalb möchte ich hier noch einmal auf dieser Folie kurz zusammenfassen, was das Local Storage Objekt macht. Es kann Daten speichern, und zwar als sogenannte Key-Value-Paare. Wenn wir im Local Storage etwas speichern, verwenden wir dazu die Methode SetItem, die in dem Klassendiagramm rechts dargestellt ist. Der Key, der Schlüssel, ist eine Zeichenkette, die wir als ersten Parameter übergeben. Der Value als zweiter Parameter ist ebenfalls eine Zeichenkette. Nach dem Schlüssel können wir später suchen, also nachschlagen, indem wir diesen an getItem übergeben. Diese Methode liefert uns dann den zu diesem Schlüssel gespeicherten Value zurück. Alle Parameter und Rückgabewerte, mit denen wir es hier zu tun haben, sind Zeichenketten. Bei einem Telefonbuch beispielsweise wäre der Name einer Person der Schlüssel. Dazu können wir dann mit setItem die Telefonnummer speichern und mit getItem ermitteln. Ein bisschen anders ist es hier, weil nämlich hier der Schlüssel immer eindeutig sein muss. Jeder Name dürfte also nur einmal vorkommen, und das ist im Telefonbuch natürlich nicht so. Da kann es mehrere Personen mit dem gleichen Namen geben. Deshalb hinkt diese Metapher ein kleines bisschen. Wir müssen also immer dafür sorgen, dass wir tatsächlich eindeutige Schlüssel haben. Deshalb verwenden wir zum Beispiel so etwas wie Matrikelnummern, wenn wir Studierendendaten verwalten. Zu diesem Schlüssel hätten wir im Telefonbuch, wie gesagt, auch noch einen Wert gespeichert, nämlich die Telefonnummer. Hier ist es ein bisschen anders. Wir haben als Schlüssel das Wort Name verwendet und der Wert, den der Name hat, ist der Wert, den der Benutzer in das Formular eingetragen hat. Allerdings nicht unmittelbar, sondern so zusammengebastelt, wie unsere Funktion Speichere Daten das gemacht hat. Nur dafür brauchten wir die Funktion Speichere Daten, dass sie diese Zeichenkette richtig zusammenbaut und dann im Local Storage ablegt. Im richtigen Leben gibt es auch noch andere Beispiele für solche Key-Value-Paare. Ein Lexikon wäre auch so etwas. Dort wäre dann der Lexikon-Eintrag der Schlüssel und der Artikel, der dazu in dem Lexikon steht, wäre der entsprechende Wert. In einem Deutsch-Englisch-Wörterbuch wäre das deutsche Wort der Schlüssel und das englische Wort der Wert. In einem Englisch-Deutsch-Wörterbuch wäre es natürlich genau andersherum. Das Ganze benötigen, weil wir irgendwo Daten speichern müssen. Wir können Daten auf Serverseite speichern. Wir betrachten aber in dieser Vorlesung und in dieser Videoserie keine Server. Deshalb stehen uns bestimmte Möglichkeiten im Augenblick gar nicht zur Verfügung. Wir können insbesondere keine Daten in Dateien lokal auf dem Computer des Benutzers speichern. Das geht nicht. Der Zugriff auf das Dateisystem ist für JavaScript aus Sicherheitsgründen gesperrt. Also ist das nicht möglich. Damit haben wir jetzt gesehen, wie wir mit Events umgehen. Genauer gesagt mit Event-Händlern, die die ausgelösten Events behandeln, also wenn der Benutzer etwas in das Formular eingibt und anschließend auf den Button zum Abschicken des Formulars klickt. Das Event, das dann eintritt, ist ein Submit-Event. In dem Moment, in dem das Formular abgeschickt werden soll, greifen wir dann mit dem On-Submit-Event-Händler ein und übernehmen die Kontrolle. Jetzt sagen wir, wo es lang geht. Wir rufen aus diesem Event-Händler dann eine Funktion auf. Ich hatte sie Speichere Daten genannt, aber der Name ist wie immer Schall und Rauch. Diese Funktion erledigte dann bestimmte Arbeiten, hat nämlich die Werte aus dem Formular ausgelesen und zu einer Zeichenkette zusammengebaut, um diese im Local Storage abzulegen. Wir hätten auch die beiden Werte getrennt voneinander mit verschiedenen Schlüsseln im Local Storage speichern können. Tatsächlich wäre das sogar sehr sinnvoll gewesen. Anschließend geht die Kontrolle an den Event-Händler zurück. Der Event-Händler gibt dann entweder True zurück, das heißt, dass das Formular noch die Standardaktion ausführen soll, also das, was im Action-Attribut angegeben ist, in unserem Fall das Laden einer anderen Webseite. Oder er gibt False zurück, dann würde die Aktion nicht ausgeführt. Wir wollen natürlich die neue Seite laden, weil wir auf der Folgeseite etwas machen wollen. Wir wollen auf der Folgeseite die Daten wieder auslesen, die der Benutzer auf der ersten Seite eingegeben hatte. Auf der Folgeseite war das dann ganz normales, ziemlich einfaches JavaScript. Da haben wir dann nur auf das vordefinierte JavaScript-Objekt Local Storage zugegriffen und eine Methode von dem aufgerufen.
Get-Item und Set-Item sind die beiden Methoden, die für uns am interessantesten sind. Und die werden uns im nächsten Video noch einmal wieder begegnen. Da werden wir uns nämlich jetzt alle anderen Formularelemente angucken, die es sonst noch in HTML gibt, damit wir dann wissen, welche Interaktionsmöglichkeiten uns insgesamt zur Verfügung stehen und wie wir die vom Benutzer eingegebenen Daten auch bei diesen anderen Elementen von einer Webseite an eine andere übergeben können. Dann sind wir endlich so weit, dass wir vernünftige Webanwendungen bauen können, die über mehrere Webseiten hinweg funktionieren. Das werden unsere nächsten Schritte sein. Tschüss, bis zum nächsten Video.